hart wie aus der Seele. Und dann macht man das alles und versucht so zu sein. Und dann merkt man, dass einem was fehlt. Und dann verlernt man sich richtig zu spüren. Und man flüchtet sich in Kunst oder Konsum. Und während dir fleißig Pläne macht, lachen die Götter sich drum. Lasst eure Kinder mal was dazu sagen. Hört ihnen richtig zu. Die spüren sich noch, die haben Feeling für die Welt. Die sind klüger als ich und du. Und bedenkt, wenn ihr so hart urteilt, ihr seid doch nur verletzte Kinder. Am Ende gibt's wieder ganz neue Symptome und ihr wart die Erfinder. Und dann sagt ihnen wieder, wie's richtig steht. Wer der Erwachsene und bist du naiv? Predigt vor, lass alles in Hefte schreiben. Die Götter lachen sich schief. Achtet auf Schönschrift und Lehrpläne. Zeigt ihnen Bilder von Leichenblättern, wenn sie drinnen am Laptop sitzen. Und dann nackern und büffeln und wieder auskotzen. Und am Nachmittag RTL 2. Am Wochenende geht's was Schönes kaufen und fertig der Einheitsbrei. Und jeder, der sich nicht anpasst, wird zum Problemkind erklärt. Jede, die zu lebhaft ist, kriegt ne Pille, damit sie nicht stört. Und damit betrügt ihr euch selber, denn kein Kind ist ein Problem. Und all die Freigeister, all die Schulschwänzer, nur Symptomträger im System. Doch bedenkt, wenn ihr so hart urteilt, ihr seid doch nur gefangene Geister. Der Unmut wird immer lauter und der Widerstand schreit sich heiser. Empört euch, das Händchen nicht ist, was er sein soll, sondern nur der Nummer ist. Die Götter holen sich ein vor Lachen und ihr denkt, dass ihr was bringt. Der eigene Kind hat, den er was erzählt. Dann merkt Hans und Kunst und ihr vielleicht auch, dass wieder irgendwas fehlt. Ihr habt Wünsche und Träume und rennt an mich ständig an imaginäre Wände. Und jeder Wunsch, den ihr euch erfüllt, der ist dann halt auch zu Ende. Geht ihr nur mal noch gefundene Zahl und wartet, bis die Burnouts kommen. Schmeißt euer Geld für Plastik raus, um ein kleines Glück zu bekommen. Das Beste aus Cerealien und Milch, noch ein Carport und noch ein Kredit. Alle finden Scheiße, aber alle machen sie mit. Und alle finden Scheiße. Und die Werbung verkauft euch für dumm. Und dann sitzt ihr vom neuen Flachbildfernsehen und meckert über uns rum. Wenn ihr das Welt nennt, sind wir gern Weltfremd. Die Götter lachen sich krumm. Wenn ihr das Welt nennt, sind wir gern Weltfremd. Die Götter lachen sich krumm. Was hier passiert, wer hat euch dann Wasser und Luft geschenkt, die ihr jetzt privatisiert? Ihr Heuchler, ihr Lügner, ihr Rattenfänger, ihr Gesundheitspassverkäufer. Man hat euch Geist und Gefühl gegeben und doch seid ihr nur Mitläufer. Ihr großen, vernarbten, hilflosen Riesen, ihr wart doch auch mal klein. Und jemand
und Schweigen gestorben und ließ euch darin allein. Und jetzt hört ihr nicht nur die Götter nicht lachen, ihr hört auch die Kinder nicht weinen und sagt ihnen weiter, die Maske würde nicht schaden, ohne es so zu meinen. Macht ihr euch Pläne, wir stehen am Rand, wir sehen euch und wir sind nicht allein. Hinter uns stehen mehr und mehr Weltfremde, die wollen auch nicht so sein. Und jetzt warte nicht auf ein persönliches Ende. Nee, gefallen tun wir euch nicht. Keine Bratwurst und keine leeren Versprechen, die den Widerstand wieder bricht. Irgendwann werden die Götter nicht mehr lachen. Und falls es uns dann nicht mehr ging, hinterlassen wir Kinder, die sich selbst gehören und die Menschlichkeit sieht. Das waren Jane und Alex auf der Demo der offenen Gesellschaft Kurpfalz. Wir hören jetzt den nächsten Redebeitrag von einem Mitglied bei 1 bis 19 e.V. Dr. Johanna Eisele ist nicht nur Mitglied bei 1 bis 19 e.V., nein, sie ist auch Tierärztin. Und sie ist damit unser Äquivalent zum Bundeswieler. Großen Applaus für Dr. Johanna Eisele. Also Schuhe halt da, oder? Ja, ab und zu. Ja, die Zeit ist rum, ja. Vor 2 Wochen oder was? Ja, schön. Oh, ja, ja. Schönen guten Tag. Schönen guten Nachmittag. Achim hat echt Glück. Weil das Wetter war ja angekündigt, Anfang der Woche als regnerisch und sehr kalt. Und wir haben blauen Himmel sogar, hatten ein wenig Sonne und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für uns. Und ja, ich heiße Johanna Eisele. Ich habe